Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von... Liebe Camper, bist du heute Einzelkämpfer hier mit Solar? Ja, ich bin Einzelkämpfer. Ja, ist doch herrlich. Hast du deine Ruhe hier? Komm, wir gehen mal nach hinten. Heute geht es nicht hier um Autos. Ja, na, guck mal, wie schön sauber die wieder alles hier gemacht haben. Hallo! Oh, jetzt. Gerd ist alleine. Ja, Jens hat Urlaub. Oder krank, was weiß ich. Tschüss. Komm, arbeiten. Arbeiten? Niklas! Ja. Hallo! Hör mal, liebe Camper, erstmal tausend Dank. Diese Spendenaktion läuft ja, wir wollen das 14 Tage machen. Wir werden dann auch alles bekannt geben, wo geht das Geld hin. Wir haben da zwei ganz, ganz wichtige Sachen im Auge. Aber damit haben wir nicht gerechnet. Viele Händlerkollegen, Caravan Gerner, die Wohnmobilmanufaktur Fellbord und so weiter. Viele, viele Kunden. Ja, ich habe da ein Zettelding, aber ich habe da alle gar nicht im Kopf. So viele, wie da bis jetzt gespendet haben. Wir sind mal gespannt. Nach 14 Tagen werden wir das natürlich veröffentlichen auf der Homepage. Macht ja meine Tochter, veröffentlicht alle Namen. Also so viele Leute, die da Anteil haben. Ja, und für die Vollidioten, seid mir bitte nicht böse für das Wortlaut Vollidioten. Wie kann man da 15 Daumen runter machen? Wir haben das nämlich extra gemacht. Ich finde das, wenn ich eine Solaranlage aufbaue oder einen Wechselrichter, können da von mir aus 100 Daumen runter machen. Das stört mich gar nicht, das ist Peanut. Aber man hilft, gut, findet man keine Worte drüber. Ich sehe auch, was andere Leute geschrieben haben, die sagen auch einfach Volltrottel, egal. Ja, da kommt richtig, richtig, richtig was zusammen. Ich freue mich auch sehr darauf. Das nächste ist, ich habe heute Info gekriegt, der Shop ist ganz stark aktualisiert. Ihr könnt bei uns auf dem Shop, ist alles drin verfügbar. Ich habe mit dem Shop gar nichts zu tun, will ich auch gar nicht, weil das machen zwei andere Leute. Aber mir ist gesagt worden, sag das mal, dass da so viel jetzt im Shop geändert ist. Gut, könnt ihr auch schauen. Also, liebe Camper, so sieht es halt aus. Und wir werden euch jetzt immer informieren, was genau mit der Spendenaktion passiert. Und ja, ich freue mich darauf, dass das richtig, richtig Gutes wird. Wenn ich überlege, dass meine Mitarbeiter, Helge hier, 100 Euro, Jens, 50 Euro, Sebastian, dass meine Mitarbeiter alle mitgespendet haben, hör auf zu lachen. Und finde ich ja schon unglaublich. Ja. Was denn? Ja, sieht schon richtig gut aus, aber das wollen wir noch nicht verraten. Ja. Ja, hier ist voll wie immer. Der kriegt einiges Zeug. Der kriegt auch eine Heizung und eine Anhängerkupplung. Also muss ich das auch so planen, dass der auf der Bühne kann. Aber Anhängerkupplung, Kinders, Camper, Anhängerkupplung, brauchen wir am besten gar keiner mehr kommen. Das kannst du alles gar nicht aus der Ferne sehen. Der liegt auch auf dem Boden hier. Ja, ja. Hier musst du alles ändern. Ja, das ist doch ein Witz. Gar nicht mehr machen, die Scheiße. Hier. Angefangen von dem Wassertank muss Ablassrohr stützen. Das kannst du vorher alles gar nicht einplanen. Ach komm, hau ab mit der scheiß Anhängerkupplung. Wir sollen irgendwo Autowerkstatt fahren. Und so sieht das halt aus. Ja, seht ihr mal wieder einen kleinen Einblick. Dreimal Mastervolt, alle gekillt. Was hat er drin? Dreimal 180 von uns. Ja, so sieht es halt aus. Ne? Hat ein großes Maßkombi drin. Ne? Ah, der Morello, Kinders, der Kunde. Hör mal, ich weiß da ein bisschen mehr. Der Kunde hat mir am Wochenende eine E-Mail geschrieben. In dem Morello-Fahrzeug waren wohl mal, ich glaube, Schweizer Steckdosen, also nicht unsere Norm. Die sind wohl mal ausgetauscht worden. Oh Gott, da möchte ich die anderen nicht rausmachen. Und bei dem Morello, da war so der Wurm drin.
Der ist gekommen, zum Beispiel, der hat an der Seite hat der so einen Sicherungskasten, da waren 4 Sicherungen drin. Oben und unten fehlte die Sicherung, waren aber Kabel drin. Habe ich mir gedacht, wenn die Sicherungen fehlen, steck die mal rein. Vielleicht haben wir oben am Display auch wieder, weil das Feld ist rot, Batterie ist nicht da. Habe ich die reingesteckt. Keine richtige Reaktion, nur ein Relais wurde sehr warm. Ich habe gesagt, weißt du was, dann ziehst du es auch wieder raus, die waren ja nichts mehr. Zieh ich die Sicherung raus, geht Auto aus. Ha! Unglaublich, unglaublich. Ja, der braucht eine Vollsanierung. Und der hatte mir nur eine E-Mail geschrieben, ob das hilft. Ja, ich sag, wenn da mal Schweizer Steckdosen drin waren oder englische, was weiß ich, auf jeden Fall eine andere noch. Tja, so ist das. Gut, werden wir auch irgendwann fertig machen, weil der kann jetzt gar nicht fahren, hat auch keinen Ladestrom. Auto steht erstmal und geht nicht von heute auf morgen, weil hier Hof ist randvoll, Bude ist randvoll. Liebe Camper, wir hören uns, wir sehen uns. Das Wetter ist ja eine Katastrophe gewesen am Wochenende. Ich sitze heute Morgen in der Küche, da habe ich gefroren, Badezimmer kalt. Wir müssen im August die Heizung anmachen. Oder Glühwein, ne Sebastian? Schön Glühwein. Also das war ja, am Wochenende war wohl ein Witz, wa? Boah, kalt. Ja, so sieht das aus. Ich muss noch was tun. Daumen hoch. Und wie gesagt, die Spendeaktion. Danke, danke, danke.